Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Und wir wollten hier runterkommen. Das wissen wir noch vom letzten Mal. Haben wir auch gemacht jetzt. Warum hatten der jetzt so? Okay, der leckt ein bisschen. Das ist... Vielleicht gibt sich das gleich wieder. Ah ja, sieht gut aus. So, diese Lecks sind nämlich... das kann den Tod bedeuten. Würde ich gerne vermeiden. Und wir wollten uns nämlich den Zauber holen, der hier auch. Ich glaube nicht. Doch nicht. Ah, so. Gut. So, wir gehen hier runter und reden mit ihm. So, wir werden erstmal unsere Ausrüstung reparieren. Das ist wichtig. In diesen hier 384. Ist ganz schön teuer. So, den Schild für zwei Seelen machen wir auch noch. So, den Rest können wir erstmal außer Acht lassen. Die Ausrüstung. Ja, komm, die machen wir auch mal. Ja, obwohl die ist eigentlich noch ganz fit. Aber komm. So, und jetzt Gegenstand kaufen. Wir brauchen einmal den Beschleuniger und einmal einen Zauber. So, wir kaufen den Beschleuniger und den normalen Seelenfall. Einer reicht. Mhm. Gut. Und das war's dann hier eigentlich auch schon. Ja, hier geht's nicht lang. Ich glaube, da vorne muss man rein. Hier. Genau, den nehmen wir auch noch mit. So. Na. Gut. Und tada, schon haben wir einen Zauber. Den müssen wir nur noch einstimmen an einem Lagerfeuer oder an einem Leuchtfeuer. Und dann können wir theoretisch zaubern. So, den Bogen würde ich dann glatt mal außer Acht lassen. Weil, naja gut, brauchen wir nicht wirklich. Das ist so ein... Der hier sagt, versuche mit Springen. Pass auf, Geheimnis. Wo sollen wir denn da hinspringen? Darüber? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja. Versuche mit Springen. Pass auf, Geheimnis. Auch keine Bewertung. Das hat er wahrscheinlich selber da rein. Mit einem Vorsprung? Nicht wirklich, oder? Hm. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man hier irgendwo hinspringen sollte. Oder seht ihr da eine Höhle oder sowas? Doch vielleicht auf den Vorsprung oder auf den. Draußen vielleicht? Ich weiß es nicht. Das ist schon ziemlich weit hergeholt, das lassen wir mal. Ich meine, wir sterben oft sowieso, ja, und dann müssen wir nicht noch unnötig sterben. Ein Blutfleck. Ah, der ist dort runtergesprungen. Lass mir wirklich von hier springen. Soll man denn da hinspringen? Darüber? Darunter? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Nee, Leute, das lassen wir erstmal. Weg. Ach was. Okay, und wir gehen mal ins Lagerfeuer und gehen mal auf Zauberei einstellen. So, wir haben einen Zauber, einen Zauberslot. Da packen wir den Zauber mal rein. So. Jetzt müssen wir nur noch den Zauberbeschleuniger ausrüsten. So. Und schon können wir Zauber wirken. Zweihändig nehmen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Egal. So. Ich würde sagen, jetzt stellen wir uns mal dem ersten wirklich bösartigen Gegner. Da war der, den wir in der letzten Folge besiegt haben, ein ziemlicher Klacks dagegen. Ja. Denn wir sind nahe an der ersten Glocke. Ich glaube, da geht's raus. Ja, gut.
Wir sind nah an der ersten Glocke. Und wie es in solchen Spielen nun mal so ist, ist sie natürlich nicht unbewacht, die Glocke. Ja. Na, komm. Tada. So einfach ist das. Wir gehen weiter hier lang. Und... ja. Das hat ja kommen müssen. Na, kommt her. Verdammt, 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 verdammt. So, wir gehen mal ein Stück hier lang. Quatschen nochmal drauf. Ja, wenn sie das machen, müssen wir aufpassen. Das haben wir schon gelernt. So. So funktioniert das doch ganz gut. Okay, wir nehmen trotzdem mal einen Heiltrank. Den können wir brauchen. Und wir sehen da oben, unsere Stats haben sich durch den Ring wirklich verbessert. Das muss man, vielleicht kann man gucken. Vielleicht haben wir... so, wir sind bei 24,7 und bei 30,7 sind wir immer noch unter der Hälfte. Das heißt, wir dürfen uns immer noch relativ schnell bewegen können. Gut rollen. Ja, doch. Doch, doch, das haut hin so. Das nehmen wir so. So, wir gehen hier hoch. Und hier gibt's noch was. Gibt's da noch was? Gibt's da noch was? Ich glaube, nein. Tja, schade eigentlich. Da ist auch nichts. Okay. Dann weiter nach oben. So, und gucken wir hier. Versuch's mit Schweif. Das ist ein guter Tipp. Den werden wir beherzigen. Wir werden... ja. Wir sehen gleich, was da los ist. So. Hier mal. Achtung, Schweif. Okay. Und wir sehen, dort oben ist die Glocke drin. Ja, das ist ein Gegner, den man nicht beachten sollte. Tada! Schwanz abgeschlagen, das ist schon mal sehr gut, da kriegen wir nämlich eine schöne Axt für. So, und jetzt würde ich gerne mal den Zauberstab benutzen. Mhm. Müssen nur noch treffen. Das wäre schon mal ein Vorteil. Verdammt, jetzt hat er mich getroffen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel Schaden das dann gemacht hat. Aber ich glaube, für den Anfang ist das mit dem Schwert funktioniert eigentlich schon mal ganz gut. Mhm. Weil das Schwert macht nämlich auch gut Schaden. So, na komm mal her. Ja, komm, komm, komm. Schlagen wir mal zweimal zu. Ja, das funktioniert doch. Aber wir sehen gerade, wir haben ein Problem. Und zwar... verdammt! Scheiße, 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 scheiße. Jetzt schlucken wir mal einen Trank. Und gehen dabei fast drauf. Ja. So viel dazu. Wir haben es nicht überlebt. Wir sehen schon, der Zauber braucht eine gewisse Zeit zum Wirken. Dafür macht er aber auch nicht schlecht Schaden, ja. So, wir sind wieder hier unten. Ach, so ein Mist aber auch. Aber wir haben eine Axt bekommen. Die gucken wir uns gleich mal an.
So, hier Gargoyle-Axt. Blutungsresistenz, Giftresistenz, hat gute Resistenz, muss man sagen. Und ist auch ein bisschen leichter als das Drachenschwert. Da gucken wir mal. Angriff, ja gut, hat dafür nicht so viel Angriff und braucht auch ein bisschen mehr Geschick. Die können wir gar nicht so einsetzen. Aber wir lesen trotzdem vor. Der geschärfte Schwanz eines Gargoyles, der die Glocke der Erweckung in der Kirche der Untoten und Anor Londo bewacht. Sie kann als Bronzekampfangst verwendet werden und ist im Kampf unglaublich flexibel, was ihre Formgebung als Schwanz geschult ist. Okay. Ist da was? Die... wie viel geht denn uns da noch ab? Beweglichkeit, 2 Punkte gehen uns da noch ab. Und wir können auch nochmal eben gucken. So, Attributbonus. D von Stärke und C von Beweglichkeit. Also die wird wirklich mehr durch Beweglichkeit. Ah, das Drachenschwert hat gar keinen Attributbonus. Ja, wir könnten sie bei Gelegenheit mal ausprobieren. Wenn wir dann so viel Beweglichkeit haben. Aber, genau, was ist eigentlich... Oh, das wollte ich nicht. So, der... A durch Intelligenz und auch ein bisschen durch Stärke, das ist cool. Physisch, ja. Zauberei, ja. Ja, gut. Ja, bei Gelegenheit werden wir das mal ausprobieren. Und ihr seht schon die Gargoyles. Wenn der allein ist, dann geht er noch, ja. Dann ist der gar nicht so wild. Aber wenn die dann zu zweit sind, und zu zweit auf einen losgehen, dann macht es schon ordentlich rum. Ordentlich Kabums. Aber gut. Wir müssen halt mal gucken, wie wir dann letztendlich die 2 klein kriegen. Ich glaube, mit dem Bogen brauchen wir da auch nicht anfangen. Ich glaube, da ist die Zauberei ist auch so ein... Die sind halt auch recht schnell. Das ist auch so ein Problem. Aber müssen wir letztendlich mal gucken, wie wir das dann machen. Ja, wenn er das macht, können wir den ja glatt mal mit dem Zauber bombardieren. Das war jetzt auch nicht so cool. So. Den haben wir klein gekriegt. Glaubt er was? Nein. Okay. Dann gehen wir weiter. Unsere Freunde hier kennen wir ja auch schon. Die dürften gleich alle angetappt kommen. Tada, da sind sie schon. Ja, put. Ja. Nicht treffen lassen. Oh Gott. Was ist denn los heute? Ja, aber bei denen ist es auch unglaublich schwer, sich tatsächlich nicht treffen zu lassen. Das muss man auch dazu sagen. Weil die eben so zahlreich auftreten und immer schlägt. Also die darf man am besten gar nicht so in der Menge herankommen lassen, sondern alle schön nacheinander. Also sonst hat man da wirklich schlechte Chancen. Aber macht nichts so. Wir kümmern uns oder probieren die Gargoyles da oben gleich nochmal. Weil die meine Menschlichkeit und meine Seelen haben. Die hätte ich vorher ausgeben sollen. War jetzt nicht besonders klug von mir, aber macht nichts. Wir steigen wieder durch den Nebel. So, verlorene Energie. Genau. So, ich glaube, wenn wir ihm jetzt nochmal den Schwanz abschlagen, bringt uns das nicht viel. Deswegen lassen wir das gleich. Sei denn, wir kommen zufällig mal ran. Ja, genau, aber bringen tut uns wirklich nichts. Die haben auch eine ziemlich enorme Reichweite, wie man so sieht. So, na, komm her. Kommt. Am besten ist, wenn man gar nicht erst zwischen die beiden kommt. Weil... Oh. So, einer ist klein.
Das erleichtert uns den Kampf ungemein. So, der spuckt Feuer. Das gibt uns Gelegenheit, mal einen Trank zu trinken. So. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Unsere Feuer-Raises sind dann doch nicht so. So, aber... zum Glück kommt der in den Kampf mit schon mit bloß einer halben Energieleiste, ja. So. Tada! Wir haben die Gargoyles besiegt. Und das gibt uns einmal Doppelmenschlichkeit. Gelobt sei die Sonne. Warum das immer so dasteht, weiß ich gar nicht. Aber egal. So, wir haben die Gargoyles besiegt, kriegen dafür 10.000 Seelenpunkte. Und davon will ich dann auch gleich mal, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Magie-Skill. Gucken wir, ob es hier sonst noch was gibt. Aber ich wage es zu bezweifeln. Vielleicht hier unten? Irgendwo? Nein. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Aber ich gucke trotzdem mal nach. Ah, nein. Okay. Hier gibt es nichts mehr. Aber macht nichts. Wir gehen mal hier lang weit. Ist hier? Viel Erfolg. Ach, danke. Wir haben es schon geschafft. So, wir gehen hier rein. Und hier, wir sehen, es ist dunkel wie immer. Ist ja auch Dark Souls. Von daher ist das in Ordnung. So, gehen hier hoch. Hier gibt's auch nichts mehr. Kommen wir leider auch nicht hin. Macht nichts. Gut, noch weiter hoch. Und hier ist eine Nachricht. Versuch's mit Rollen. Rollen, wie sollen wir rollen? So, hier. Passen hier ein bisschen auf, dass wir nicht runterfallen. Das wäre nämlich auch fatal. So, hier Gargoyles. Und hier die Glocke. Wir haben es gerade schon während dem Kampf gehört. Da hat wieder einer die Glocke gezogen. Und jetzt ziehen wir sie selber. So, ein Erfolg. Glocke, Kirche der Untoten. Sehr schön. So, jetzt können wir gleich noch mal ein bisschen rumgucken hier. Das sieht halt doch ziemlich geil aus. Guck mal, wie hier die Sonne durch die Wolken bricht und... ja, leider kann man da gar nicht so toll runtergucken. Weil es echt eigentlich eine schöne Aussicht ist. Vielleicht ein bisschen? Ja, ein bisschen. Na gut. Dann machen wir mal weiter. Hier rutschen wir eben schnell runter. Und hier wieder rein. Und genau. Hier runterklettern. Rutschen da auch runter, weil es schneller geht. So. Und ui, wer bist du denn? Reden. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Palm. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess. For two kings. For indeed, all sin is my domain. Ah ja, gut zu wissen. Ah ja, hier können wir verschiedene Sachen machen. Erstmal die Gesten lernen. Das können wir immer mal machen, kostet ja nichts. So, und dann haben wir nämlich Vergebung erbitten. Und das können wir tun, wenn wir aus Versehen einem NPC eine draufhauen. Dann können wir das hier machen. Das kostet, glaube ich, aber 30.000 Seelen oder so. Und dann nimmt er uns nicht mehr übel. Eid widerrufen, glaube ich, erklärt sich von selber. Und Gegenstand kaufen. Da gucken wir mal rein. Läuterungsstein. Ist gut, wenn wir verflucht sind. Eine Anklage. Meldet Verbrechen eines Eindringlings. Vom Bischof der Sündengöttin Welka verkauftes Papier. Wirst du von einem Eindringling getötet, kannst du sein Verbrechen damit melden. Der angeklagte Spieler wird eine Liste bedauerlicher Seelen hinzugefügt, die sich eines Tages vom Zorn der Finstermondklingen stellen müssen. Ich glaube, das machen wir irgendwann mal, wenn wir zufällig mal getötet werden haben. Heimkehrknochen haben wir auch schon gehabt. Buch der Schuldigen, Online-Objekt. Prüft Liste angeklagter Spieler. Die Sündengöttin Welka führt die Liste der Schuldigen, die den Göttern bei ihren Eiden den Respekt verweigert haben und sich eines Tages dem Zorn der Finstermondklingen stellen müssen. Ich glaube, damit
Ah ne, damit kannst du bloß prüfen. Naja, gut, macht nichts. Der Erläuterungsstern? Stein? Ein aschfarbener Stein, der Schädel enthält. Geheimer Schatz von Astor, Graf von Karren. Reduziert Fluchsteigerungen und hebt Flüche auf. Das ist sehr praktisch später. Menschen sind Flüchen gegenüber hilflos. Sie können ihre Wirkung lediglich umlenken. Der Erläuterungsstein hebt Flüche nicht auf, er zieht sie nur auf sich. Der Stein war einst eine Person oder ein Wesen. Ah, schön zu wissen. So, hier haben wir ein Wunder, karmische Gerechtigkeit. Wunder des schwarzhaarigen Hexe Velka, zeitweise Autokonter gegen schweren Schaden. Das hört sich ziemlich gut an. Für Aufladung? Naja gut, aber wir sind ja nicht so der Wundertyp. Kostet auch 40.000 Seelen. Nein, bitte. Jede Sünde führt auch eine Strafe nach sich. Und die Definition der Sünde und das Erteilen der Strafe blieb der Göttin Velka. Okay. Velkas Talisman, das ist für die Wunder. Wunderdings? Ich glaube, ne? Waffentyp Talisman, genau. Ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Dieser Talisman in Form einer schwarzen Haarbeschütz gehört Velka, der Sündengöttin. Er wirkt Wunder nicht durch die Kraft des Glaubens, sondern der Intelligenz. Ah, sieh mal an. Okay, hier haben wir noch ein paar Ringe, ein Blutbissring. Einer der berühmtesten Bissringe, die von Sir Astor von Karren in Auftrag gegeben wurden. Trotz der grausamen Geschichte und seiner Entstehung ist dieser Ring ein wertvolles Mittel zum Schutz vor Blutung. Mhm. Giftbissring. Dasselbe, nochmal vor Giftschaden. Und Ring der Opferung. Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste. Der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Okay, ist jetzt alles nicht so der Wahnsinn. Ich glaube, also in Läuterungsstellen werden wir uns holen, wenn wir mal einen brauchen. Die Anklage, Heimkehrknochen. Ja, gut, Wissen haben wir schon 7. Wissen, wo wir es herkriegen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ein bisschen wahnsinnig sind die ja hier alle, das haben wir ja schon kennengelernt. Jetzt reden wir nochmal mit ihm. Und, ach so, reden können wir gar nicht mit ihm. Na gut, dann können wir wieder gehen. Und, ja, wisst ihr was? An dieser Stelle, würde ich sagen, haben wir wieder genug gesehen. Ich beende die Folge, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.